ein herzlich willkommen zu einem neuen Täglich Tobra. Heute ist die Präsentation von der Abschlussproduktion, also von dieser Doku, die ich gedreht habe. Die geht auch heute, wo ich diesen Vlog drehe, für euch online. Also ihr werdet die dann wahrscheinlich sehen, wenn ich gerade in der Uni bin. Und ja, jetzt muss ich vorher nochmal schnell das Feinkonzept binden lassen, denn das müssen wir heute überarbeitet abgeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Tschüss. Yo, Leute. So, ich bin in Stuckiburgi Benztown. Ich bin etwas zu spät. Ja, und jetzt geht's dann direkt los mit den ersten Filmen und Abschlussproduktionen. Und ich guck mal, was ich so mitnehmen kann, wenn meiner angeschaut wird. Ich würde sagen, wir sehen uns später. Tschüss. Ja, oder? Hallo. Zu meiner Abschlussproduktion. Das Ganze lasse ich jetzt über YouTube laufen. Es ist noch nicht veröffentlicht, das Video. Das wird wahrscheinlich erst heute Abend oder online kommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die DVDs mitbringen. Man könnte es also von da auch ziehen. Falls du nie die selber nicht vorbereitet von für die Yo, Leute, so. Die Präsentation wäre vorbei. Ja, sie war nicht so geil. Also mein Projekt wurde schon ordentlich zerpflückt so. Aber dazu dann später nochmal mehr, wenn ich ein bisschen ruhigeren Moment habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns später. Tschüss. Hallo, Freunde. Jetzt habe ich Mitchell einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, wir sind jetzt hier. Jetzt kommt. Oh Gott, sieht das krank aus, Alter. Mein Kopf ist gerade so richtig in meine Jacke reingesunken. Ja, wir sind jetzt hier. Das sieht echt komisch aus. Wir sind hardcore am Chillen. Heute Abend gibt es noch SAE Bar. Ja, und wir warten jetzt noch. Ich glaube, um 8 geht's los. Wir haben aktuell. Wie viel Uhr haben wir? 17 Uhr. Ja, du musst schon zeigen. Ich habe keine Uhr. Es ist 17 Uhr. Nee, kurz noch. Nee, du musst so machen. Es ist 3. Es ist 5. Also, ihr wisst, jetzt ist 5 bis 8, müssen wir noch warten. Und in dem Sinne, bis später, tschüss. Yo, Leute, so, das Raucherpäuschen darf natürlich auch nicht im Video fehlen. In dem Sinne, tschüss. Ja, cool, ich komme noch zur Nachvertonung. Ich glaube, aber Captain Future wurde so gemacht, ne? Mit und das ist nichts gegen. Die hatte der selber auf der Platte. Alex, das wollte ich jetzt schreiben. Ich weiß es nicht. Du bist nicht Yo, Leute! So, wir haben es etwas später nun und mein bester Freund, der mich abgeholt hat,
alles klar. Und ich, wir sind jetzt noch beim Fastfood-Restaurant unserer Wahl, ganz klar. Schön ungesund ernähren, damit wir noch fetter werden, als wir eh schon sind. In dem Sinne, achso, was ich noch sagen wollte, Feedback, ne, zur Präsentation der Abschlussprojekte oder des Abschlussprojektes von mir. Wird es noch geben, ich bin aber momentan noch nicht motiviert genug dafür. Denn ich habe noch innerlich einfach gerade so eine Wut auf diese Präsentation und auf dieses Feedback, das ich bekommen habe. Das muss ich jetzt erstmal selber verarbeiten und in dem Sinne sehen wir uns später. Tschüss. Yo, Leute, so, wir haben mittlerweile den nächsten Tag. Gestern Abend war ich ein bisschen müde, deswegen wollte ich nichts mehr zur Abschlussproduktion, Präsentation sagen. Jetzt heute erzähle ich euch mal, was denn eigentlich los war. Ja, ihr habt es ja gesehen, also ich habe angefangen zu präsentieren, ich habe auch Leute gemacht, so als Witz halt, okay. Dann haben wir mein Video geguckt, dann habe ich kurz meine Folien präsentiert, habe halt gesagt, jo, was war cool, was war nicht so cool, wie ist alles abgelaufen, dies, das, ja, und dann ging es los mit der Kritik. Ja, es fing an, das hieß, so als Abschlussproduktion, nicht so. Und die eine Kameraeinstellung, also diese, ich weiß nicht, wenn ihr es gesehen habt, werdet ihr wissen, was ich meine, dieser Gegenschnitt, also wo man mich von der Seite sieht bei dem Interview, das war, ich zitiere, scheiße. Dieser Bewerter hat eiskalt gesagt, dass meine Produktion oder diese Kameraeinstellung scheiße wäre. Wo ich mir dann erstmal so dachte, ja, also ist auf jeden Fall konstruktiv. Ich meine, er hat die anderen ja auch kritisiert, aber da hat er halt immer gesagt, hey, das war nicht so cool, das hätte er anders gemacht. Oder fand er halt persönlich nicht so gut, aber bei mir halt einfach direkt auf den Tisch gehauen. Jo, war scheiße. Und ich finde halt persönlich das eigentlich nicht so in Ordnung, einen so runterzumachen. Ich habe ihm dann auch gesagt, so ja, hey, echt cool, konstruktiv auf jeden Fall von dir. Finde ich gut, dass man so toll kommunizieren kann untereinander. Ja, und dann ging es halt weiter. Es wurde halt in der Luft zerrissen im Prinzip, mein Projekt. Es ist nicht ausreichend für eine Abschlussproduktion. Ist nicht cool genug. Gut, ich muss zugeben, im Gegensatz zu den anderen war es schon ein bisschen low. Aber so an sich fand ich es jetzt eigentlich gar nicht so kacke. Aber gut, es sind natürlich immer die Kritiker, die darüber entscheiden, ne? Aber Gott sei Dank kommt es bei euch Zuschauern ja relativ gut an und das ist ja auch nochmal wichtig, ne? Weil man macht ja den Film für Zuschauer oder für Leute, die den Film gucken sollen und nicht nur für die Kritiker. Und das ist ja oftmals so bei Filmen, dass die Kritik deutlich schlechter abschneidet als bei den Fans oder bei den Zuschauern, an die es gerichtet ist, also an die Zielgruppe. Ja, aber wie gesagt, mein Projekt wurde in der Luft zerrissen und jetzt bin ich mal gespannt, was schlussendlich dabei rauskommt, also was es für eine Note gibt, dies, das. Und ich würde sagen, in dem Sinne beende ich jetzt auch dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Wir sehen uns in einem meiner anderen Videos. Bis dahin, haut rein. Puh!